Ja, Tagchen, meine Freunde. Ja, Montag halt, wie immer. Wir gehen wieder zum Spaziergang in Stendal. Ja, sieht richtig nach Hitzeplan aus. Wir sterben, glaube ich, alle in Hitze tot in den hitzigen Zeiten. Ja, aber ich glaube, es liegt nicht an der Hitze, sondern ja, vielleicht ist es das Feuer in Frankreich, was brennt, was mich, sag ich mal, viel mehr Sorgen macht als Klabauterlachs. Hitzetod-Propaganda, da kann man ja eigentlich auch nur den Kopf schütteln. Wo ist die Hitze? Zumindest hier ist sie nicht, in der Altmark. Hier haben wir es relativ kühl, es regnet auch gleich wieder. Und das soll doch mal einer nachvollziehbar erklären, was hier eigentlich los ist. Oder wozu auch diese Proteste in Frankreich. Wozu wird denn das führen? Das wird zur Kontrolle des französischen Volkes führen. Weil die brauchen jetzt natürlich, und alle werden Hurra schreien, die totale Kontrolle. Ja, es wird wahrscheinlich in der EU-Kommission demnächst dann beschlossen, dass wir denn die digitale ID haben. Ja, nebenbei dann noch das digitale Geld. Ja, dann haben sie zumindest erstmal Frankreich und die EU im weitesten Sinne ja unter Kontrolle. Ausgehend von einem, ja, von einem Unfall, würde ich sagen. Ja, die Frage ist immer, wer profitiert am Ende davon? Ich glaube, jeder Staat, der Kontrollgesetze erlassen kann, aus welchem Grund auch immer, wird am Ende den Sieg davon tragen. So, jetzt kommen wir hier auch wieder zum Markt. Bilder machen Hoffnung, dass wir heute ein bisschen mehr sind. Ansonsten der harte Kern, wie jeden Montag, ja hier. Ja, geht mal rüber. Begrüße mal die Leute. So machen wir das. Hallo Alvin, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich hab's durch. Ich will das aber nachher nochmal hier nochmal zeigen. Ja, okay, gut. Was treibt dich her hier? Na, ich wohne ja seit längerem wieder hier und war vorher auch schon bei Corona-Zeit, außerdem in Berlin unter anderem. Ja. Bist du auch schon ein bisschen aktiv unterwegs? Ja, genau. Nicht nur hier, sondern anderswo. War ich anderswo, wo ich da neu gewohnt hatte. Ja, ja, cool. Naja, dann viel Spaß erstmal heute. Ja, jetzt für Frieden, vielleicht treffen wir uns nachher nochmal. Ja. Sagst du mal, wie es dir gefallen hat. Ja, mache ich. Hey. Ja, miteinander. Ja, das wäre noch der Uwe, so auch sagen, ja, am Wetter. Ja, aber du bist ein Händchen. Mein Lieber. Ja. Schön, dich mal wieder zu sehen. Bist du, du kommst weg? Ich bin jetzt schlusslos. Entschlossen. Entschlossen, wie immer. Ja, und was denkst du, gerade Zeitgeschehen, Paris, Frankreich, Ukraine? Ach, ja, das ist Katastrophe. Erstmal Besucher. Ja. Tourist. Ob es jetzt hier rüber schwappt, schwer zu sagen. Naja, ich denke, das hat ein höheres Ziel. Ja, ich meine, da ist es ja noch extremer, ja, wie hier. Da sind ja wirklich Slums dann eben da, wo da keiner großer eben was machen tut, bei der Bevölkerung und so alles drum an. Ja, die sitzen in ihren Vororten, richtig, ghettoisiert. Drogen, alles und die Polizei, habe ich gehört, die klaut denen noch die Drogen. Ja, genau. So korrupt, ja, wie sie sind. Ja. Ja, also klar, dass da der Hass sich aufbaut und sich dann so äußert, wie es gerade so sich zeigt. Das und eben, dass das eine Jahr oder die zwei Jahre dank Merkel jetzt hier, dass da noch auch noch so viele hingekommen sind, dann eben, denn, ja, das ist ja auch noch alles. Ja, da macht man sich Gedanken und viele sorgen sich, ne? Ja, ja, ja. Hauptsache nicht hier bei uns so. Ich meine, eine Großstädte wie Berlin, Frankfurt am Main und sowas,
Ich weiß nicht. Also das ist, hast du schon gute Silvester an, was da los war? Köln vor 2-3 Jahren, jetzt Silvester wieder Berlin. Ja. Was sie da treiben, das ist so gar kein großer Unterschied mehr. Die feiern da ab und das ist nur ein bisschen mehr und dann geht es auch so ab. Denkst du? Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen Bürgerkrieg sowieso. Wenn sich's ändert, kriegen wir Bürgerkrieg. Wenn wir nicht feiern. Wenn die richtige Arbeitslosigkeit kommt und diese ganzen Maßnahmen, was passiert, durchschlagen, du merkst ja noch nichts. Das werden wir merken. Und du kannst nicht ewig lang Geld drucken. Sag ja, sie können nicht mehr. Wir haben für Corona die letzten 2 Jahre über 400 Milliarden Euro ausgegeben. Für nichts, keine Straße für gebaut, sonst was, nur reingeschoben in das System, dass es weiter am erhalten. Total irre, nur Status quo erhalten, ohne irgendwas zu verbessern. Das ist sowas von irrsinnig, diese Summe ist so irre. Das sind ja Schulden, wir haben das Geld ja nicht. Sondervermögen. Nee, ja genau, Sondervermögen. Hört sich super an. Herzlich willkommen an die Montagsdemonstranten. Wir haben nach dem Glockenspiel das Wimmelspiel abgewartet. Also würde ich vorschlagen, wir schlagen und die Richtung unseren Weg ein. Tula geht vor, der kennt den Weg. Let's go! Und die Bildzeitung mit den großformatigen Bildern auf den Knien vor uns liegen haben, die vertreten nicht unsere Interessen. Ja. Warte, Magdeburg? Ja. Ich hab dich gesehen. Ja, schön. Du standst ja gleich neben dem, der Heil Hitler gerufen hat. Ja, da stand ich, genau. Ja. Der hat sich da eingeschlichen, der V-Mann. Ja. Du, das ist uns doch egal, das weiß doch schon jeder, was los ist, wenn so eine Typen, so eine V-Männer kommen. Die sind doch vom Weiten zu erkennen. Ja. Das sind einfach dumme. Wurde der nicht entfernt? Der wurde entfernt, der war weg. Ja. Irgendwie. Ich habe das alles nicht so mitgekriegt, weil ich da ein bisschen in Jange war mit dem. Hab dazugehört und musste da ein bisschen Beifall klatschen, weißt du? So, dann frage ich, du kannst doch nicht mehr zufrieden sein. Ja. Ach, ihr seid auch mal wieder hier? Ja, ab und zu schon. Was aktuelle Meinung? Ja, du hast heute von Kretschmer, wie heißt er, von Sachsen hier Ministerpräsident. Der hat auch ein bisschen jetzt Angst gekriegt, dass er nicht mehr gewählt wird oder was? Ja, weiß ich. Ja, wir haben alle Angst vor der AfD hier. So ein bisschen besseren Kurs eben mit Russland und so weiter gefordert, aber er wurde ja auch hier gleich wieder kritisiert von allen Seiten. Ja, ja. Ja, schon ein heißer Sommer, wa? Ja. Obwohl es ja nicht so heiß ist. Nee, das setzt noch nicht, kann aber noch kommen. Hitzeplan, ne? Karl Lauterbach dreht sich alles um die Hitzewelle. Ja. Es sind ja so viele, aber ich sehe die Hitze ja nicht. Ne? Immer wärmer, ja. Wo fallen wir alle um hier? Ja. Wo fallen wir um? Hitze. Hitze-Tote. Ja. Wo sind sie? Ja. Übersterblichkeit, ne? Liegt alles an der Hitze. Ja. Ja, guck mal hier. Fachkräfte von Reizen. Schön tolle Wetter wir haben. Wie viel Grad haben wir gefühlt heute? Ich sag mal 25, 23, ja. 23. Ja? Mhm. So. Nicht so viel für den Sommer, ne? Das geht so, muss man sich schon was überziehen. Genau, sind wir schon. Abends beim Grillen muss ich die Jacke anziehen. Aber du brauchst ein Bier nicht mehr kalt stellen. Wir haben keine Demokratie. Wir haben Diktatur des Pöbels und der Dumm. Was wäre, der irgendwo hingeht? Also es war schon zu spät. Oder nicht? Was haben wir? Er steht auf jeden Fall von Demokratie. Wir haben keine Demokratie. Wir haben eine Diktatur des Pöbels und der Dumm. Ja. Das ist so. Also ist das Volk der Pöbel und dumm? Nein. Das Pöbel sind diejenigen, die dumm sind, die aber die nach oben gespült werden. Das ist das Pöbel, die bestimmte politische Aufgaben haben. Die Pöbel-Elite. Ja, die Pöbel-Elite, das ist kein Spaß. 0,035 oder sowas. Bei einer Ruhe. Jetzt sind wir bei 0,04. Wenn die Corona so lange nicht vorbei, so müssen wir an neuen Gruppen geführt, zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation und die dahinterstehenden superreichen Organisationen oder Einzelpersonen, die mit Sicherheit nicht das Interesse des Gemeinwohls im Hinterkopf führen, sondern ausschließlich
den Profit ihrer Unternehmen. Und dagegen wehren wir uns. Und das muss auch auf den Tisch gepackt werden. Bürger von Stendal, wir sind die Montagsdemonstranten. Wir demonstrieren für das Recht auf eigene Meinung und Versammlungsfreiheit, für das Recht auf das eigene Leben und dafür über das eigene Leben bestimmen zu können, so wie es im deutschen Grundgesetz in den Artikeln 8, 5 und 2 geschrieben steht. Aber wenn dir keiner zuhört, dann stehst du doof da, ne? Richtig. Und deswegen gibt es den Protest hier und anderswo. Hier und anderswo. Es muss noch stärker werden, dieser Protest. Ja, es reicht einfach noch nicht. Es gibt noch zu viel Schlafschafe in diesem Land. Schlussapplaus. Heute wieder mit der Buchvorstellung. Buch der Woche, das ist die neueste Erscheinung, Gunter Frank. Das Staatsverbrechen. Ein schockierender Krimi, der eigentlich kein Krimi ist, über systematisches Verbrechen, größenwahnsinnige Forscher, Regierungsversagen, Medizinkorruption, Psychoterror und Millionen unschuldiger Opfer. Das Problem ist, dass es die Realität darstellt. Gunter Frank, eigentlich bekannt im Fernsehen, der einer der stärksten Kritiker der Regierungs-Corona-Politik. Gibt es also einen? Welchen Grund wir haben, uns es mit den Russen zu verderben? Haben wir überhaupt keinen Grund? Ganz im Gegenteil ist der Fall. Das ist amerikanische Politik, die von Deutschland bewusst durchgeführt wird. Und die seit... Also nächstes Mal kriegst du. Alles klar. Da gibt es die Bücher auch weiter gleich. So erfüllt ist. Es nützt ja nichts, wenn es bei mir im Regal steht. Ne? Okay, ja. Wahrscheinlich, ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Buch vom Daniele Ganser oder überhaupt die Bücher, die er geschrieben hat. Da gibt es ja einiges. Imperium USA, wer das gelesen hat, das ist unglaublich. Dein Tipp, ja. Daniele Ganser, sowieso als Autor. Ja, als Autor. Dem Fall. Ja. Und als Geschichtsexperte. Doktorarbeit habe ich auch gelesen, die Stanley-Heinz-Armeen. Ja. Gladio. Sehr interessant. Naja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ja, hier auch. Und nächstes Mal wieder ein neues Buch nochmal. Könnt ihr euch merken. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Montag wieder. Mach's gut, Alvin. Ja. Aber wir wollen ein dann ja. Einfach wollen wir zugeben, was wir da haben. Einfach wollen wir.